So, und da bin ich wieder. Und auch an dich erstmal herzlich willkommen, Halim. Schön, dass du auch dabei bist. So, was? Das hier war der Ausgang, ne? Nein, Mist! Geil. Gerade aus der Pause sofort tot. Diese Woche ein bisschen häufiger da zu sein. Also morgen wollte ich auch wieder Gothic machen. Und heute, ich weiß nicht, ob wir das heute durchkriegen. Weiß ich nicht. Wenn ja, würde ich heute auch eventuell dann zu Gothic wechseln. War die Überlegung. Das Game ist laut. Danke für die Info. Ist das jetzt besser von der Lautstärke her oder noch nicht? Ich hoffe, dann in der Aufnahme ist das nicht allzu störend dann später, dass man mich noch versteht. Ja, bei Tomb Raider ist irgendwie immer so, dass es irgendwie mal zu laut, dann wieder zu leise und so weiter. Das ist immer ganz komisch, zumindest bei den neueren Teilen. Ist aber auf jeden Fall jetzt besser, von der Lautstärke her. Ich hoffe jetzt aber nicht zu leise. So, jetzt will ich erstmal schauen. Da haben wir ein Dokument. Da oben. Kommen wir denn da hoch? Ah, ich sehe schon, wie hier oben. Du hast einen Linux zerschossen. Ja, ich bin auch froh, dass du dann den noch wieder anbekommen hast. So, wie hast du das bitte hingekriegt? Ihr seid Jäger, jeder einzelne von euch, und ich bin stolz. Die letzte Lektion erfolgt heute. Eine Prüfung für alle Jäger. Heute jagen wir das Einzige, was in diesem Tal noch größer und gemeiner ist als ich. Einen Bären. Wir jagen Bären nur, wenn sie alt und streitlustig werden und in unser Dorf kommen. Und jetzt haben wir so einen Bären. Ich bin ihm zu seiner Höhle gefolgt. Hab ihn durchs Tal streifen gesehen, auf der Jagd nach anderen Tieren. Wir werfen unsere Speere gleichzeitig. Wenn er sich aufrichtet, zielt ihr genau auf sein Herz. Ein Treffer zwischen die Rippen kann jede Bestie töten. Betet, dass es gelingt. Eine zweite Chance bekommt ihr nicht. So, und willkommen zurück, Oldcoin. Nein, nicht die Schrotflinte, das hier. Kann ich das kaputt machen? Ah, okay, das hätten wir nutzen können, um da hinzukommen. Ja, gut. Nee, das war die falsche. Das hier wollte ich. Ziel, 5 von 8 Zielen mit Pfeilen getroffen. Überlebensversteck, da wollte ich jetzt noch nicht hin. Wir müssen den Weg nehmen, um das hier zu machen, gehen wir noch nicht hin. Hier gab es ja noch ein paar andere Sachen. Kaninchen losschneiden müssen wir noch. Keine Ahnung, wo die alle sind. Aber stimmt, jetzt können wir da hoch. Fällt mir jetzt auf. Schöne rostige Hallo. Waffen. Selber hallo. So, das Seil ist immer noch da oben. Ja, erstmal daneben springen.
So, aber Falli, ich bin froh, dass das zumindest wieder gut läuft mit deinem PC, mit den Linux. Nein, da wollte ich nicht hin. So, was soll hier oben sein? Was haben wir jetzt? Nein, 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 nein! Mist. Und die Sachen, die wir... Ja, okay, die haben wir noch eingesammelt. Immerhin zählt das noch als eingesammelt. Falli, ich lese das sofort. Einen Moment. So. Jetzt kann ich lesen. Da ich keine Ahnung von Fehlerbehebungen unter Linux habe, musste ich erstmal eine Stunde suchen. Da Linux Derivate, glaube ich, hat mir das ausgesprochen. Keine Ahnung. Da Linux Derivate unterschiedlich aufgebaut sind. Mit vielen Komponenten. Dann hatte ich die Lösung gefunden, dass ich nur eine Datei löschen sollte. Die Config der Desktop-Umgebung. Dann ging alles wieder. Ich kenne mich mit Linux gar nicht aus, also ich weiß auch nicht, wie dir alles, ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch noch nie einen Linux. Ich war da irgendwie immer bei Microsoft. Ach, da unten! Da war es die ganze Zeit. Es ist der erste Winter seit der Mongolen-Invasion. Höchstens jeder dritte von uns wird überleben. Einst hatten wir Marmorpaläste, durch Erdwärme beheizt. Wir hatten den Reichtum und Luxus eines Imperiums. Heute finden wir kaum genug Felle, um unsere Kinder zu wärmen, oder genug Wurzeln und Beeren, um satt zu werden. Wenn wir noch einen Winter überleben wollen, müssen wir uns anpassen. Tun wir das nicht, werden wir Nahrung für die Erde und die Tiere holen sich das Tal zurück. Es liegt jetzt an uns. Nur an uns. Ja, Pali, ich kann auch verpeilt sein, da, Es muss hier. Doch mehr Munition für die Sowjetgewehre geben. Wieso haben wir nur so wenig? Das war es die ganze Zeit. Okay. Sind fast ein Dutzend Kisten nass geworden. Eine der Höhlen wurde überflutet, als der Fluss seinen Lauf geändert hat. Wir finden bestimmt noch mehr, wenn wir die Eindringlinge vertrieben haben. Okay, mal schauen. Das mit dem Kaninchen, keine Ahnung. So, das Münzversteck, das Grab haben wir. Hier ist noch ein Grab, das müssen wir noch machen. Boah, kennt ihr das? Die Nase fängt an zu kitzeln. Man muss gleich niesen, aber es kommt noch nichts. Es kann gleich jeden Moment passieren, dass ich einfach niesen muss, weil die Nase kitzelt. Da habe ich jetzt gerade. Da fehlt was. Wir müssen darum. Muss mir jetzt Pfeffer in die Nase streuen oder wie soll ich das erzwingen? Danke, Falli, aber leider wirkt das noch nicht. Mist. Obwohl, jetzt geht's. Jetzt geht's gerade. Wieder. Lara, ich will da hoch.
So, irgendwie fehlt mir hier aber beim Tal ein bisschen Musik, sagen wir so. So, wie war denn das mit dem nochmal? Ich glaube, da muss ich mit dem hier machen. Und da war die Münze. Hier. So, was fehlt hier noch? Ich glaube, ich nur noch den Münzversteck und das Grab. Wir machen erst die Münze da. Überleben wir das? Ja. Ach, Lara geht's gut. Ihre Beine halten das aus, solche Sprünge. Da nach oben muss ich irgendwie, okay. Bin ein bisschen verwirrt, wo wir genau hin müssen. Das Wasser wird erst dann trinkbar sein, wenn wir flussaufwärts die Leichen beseitigt haben. Schätze, es gibt da noch die alten Zisternen. Wenn Trinity einen Weg findet, unseren Zugang zu ihnen zu versperren, haben wir ein echtes Problem. Oh, hallo. Ich grüße Sie. Ja, hallo. Ah, da. Hühner müssen wir auch einsammeln. Ich bin tierlieb. Lüge, wer was anderes behauptet, ja? Guck mal, ich lasse die Hühner in die Freiheit. So, 15 Münzen wieder. Dann wäre jetzt nur noch das Grab hier in dem Gebiet. Obwohl, hier oben müssten wir auch noch ein bisschen was. Jetzt müssten wir hier überall oben die beiden Sachen noch machen. Also einsammeln können. Ich glaube, oben müsste jetzt alles fertig sein. Also in einigen der alten Gräber. Ja, aber ich glaube, alle habe ich noch nicht gefunden. Sie haben noch ein Geheimnis entdeckt, stimmt's? Und ich habe noch mehr Münzen für Sie. Oh, nice. Auch nochmal 20 Münzen bekommen. So, jetzt kurz überlegen. Ich glaube, ich muss hier hoch. Kann das sein? Ja. Hier muss ich hoch, damit ich die Münzen da hinten einsammeln kann. Warte mal. Da war doch Muni. Ah, okay. Pfeile haben wir voll.
Okay. Sie hat eine Mütze auf. Warum muss sie da die ganze Zeit an den Haaren da irgendwas machen? Halten Sie RB gedrückt, um Granatpfeile herzustellen. Achso, ich muss nicht hier. Ich dachte schon. Da muss ich hin. Und jetzt ist der Weg hier auch frei. Das war ich nicht. Lara, ich würde den Atlas gerne untersuchen, wenn Sie bereit sind. Ich habe ihn und bin bald da. Passen Sie gut auf ihn auf. Wir warten auf Sie. So. Hier war sonst nur noch der hier. Gut. Auch wieder irgendwo weiter oben. So, Schnaps nehmen wir mit. Für unterwegs. Sorgt für gute Laune. Was ist denn das für ein Geräusch, was ich da immer höre? Okay, Lara ist wieder... Wo kommen die denn her? Ja, weg mit dem Schnaps dann. Wie hat der mich nicht bemerkt? Ich stehe direkt neben ihm und der bemerkt mich nicht. Dann noch mehr Leute? So, ich muss noch weiter nach oben. Kopftreffer? Wo ist der andere? Da ist er. So, weg mit dem Schnaps. Na, aber wo kamen die denn her? Am geilsten fand ich immer noch, dass ich direkt bei dem hier stand. Der mich nie gesehen hat. Muss ich die Dinger kaputt machen? Was ist denn das für ein Geräusch jetzt wirklich? Also was auch immer das Geräusch macht, ich kann es jetzt nicht zuordnen. Ich glaube, das Ding ist schon hinüber. Ja, aber welches?
Vor allem ist schon auch ein bisschen störend, das Geräusch. Und es hört sich so an, als wäre es hier irgendwo. So, da müssen wir runter. Federn haben wir immer noch genug. Ich hoffe, der Lux kommt jetzt nicht nochmal wieder. Ne, okay, kein Lux. Ja, dann würde ich jetzt nochmal zurückgehen wollen und, Autsch. Hier ist jetzt keiner, oder? Nope. Okay. Bist du noch da draußen? Jonah, tut mir leid, ich komme bald. Ich gehe nirgendwo hin. Bis bald, kleiner Vogel. Kleiner Vogel. Wo geht's hier nochmal raus? Wo geht's nochmal zurück? Hier nicht. Okay, hier. Das war der Weg. Pilze haben wir auch genug. Kann ich da alles nochmal in Brand setzen? Das war jetzt enttäuschend. Was ist denn das? Ein Ort, wo ich nicht hin kann. Okay. Stimmt, warte mal. Von da sind wir irgendwann mal hier hingekommen. Oder? So, das nehmen wir mit. Zwei Münzen. Warte mal, wie komme ich jetzt zurück? Hier rüber? Kann das sein, dass ich da von der Seite da irgendwie wieder zurückkomme? Hoppala. Hier. Okay, ich glaube, ich habe den Weg zurückgefunden.
Das war jetzt aber auch ein Irrgarten. Komm, hoch. Also optionales Herausforderungsgrab in der Nähe. Ist doch nur der hier. Hi. Hier, ich habe Hühnchen mitgebracht. Ich grüße Sie. Hühnchen weg. Sorry, ich mache einfach viel zu viel Blödsinn. So, aber jetzt müssten wir hier reinkommen. Ne? Pilze haben wir immer noch genug. Verborgene Schlucht entdeckt. Inventar können wir wieder Upgrades machen. Nice. So. Große Ölflasche. Große Flasche aus behandeltem Leder, die eine beträchtliche Menge Öl aufnehmen kann. So, dann fehlt noch... Ein Bärenfell brauchen wir noch. Okay, keine Ahnung, von wo wir den Bären jetzt bekommen. Und es ist sehr viel Tierfell. Die werden wir aber definitiv irgendwie noch hinkriegen. Karte aktualisiert, Geheimnis entdeckt. Natürlich haben wir hier noch ein neues Geheimnis. Ah ja, und die beiden halt da oben. Autsch. Das sah schmerzhaft aus. Grube des Urteils. Da geht's hoch, aber führt das wahrscheinlich zum Ausgang, gehe ich mal vor. Denke ich mir mal. Schau mir das trotzdem mal da oben an. Ja, okay. Komm ich trotzdem noch da hoch? Okay, ich glaube, das ist gewollt. Lara lernt da nichts. Wie man sich da festhält. Nee, das hier wollte ich. Ein bisschen schneller schwimmen.
Elsa-Blick funktioniert wieder. So. Irgendetwas ist da hinten. Irgendetwas? Ich hoffe jetzt aber nichts, was mich angreift. Vorsichtig. Ein alter Ring, der als eine Art Öse an ein Lederband geknüpft wurde. Sie hatten keine Verwendung für Schmuck. Die Plattform müsste sich drehen lassen. Ah, hier gibt's Erz. Nein, kein magisches Erz. Mist. Ich kannte die Risiken. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor die Stadtwache mich erwischt. Am Tag muss ich Gold und anderes Erz aus dem Fels kratzen, bis mir die Finger bluten. Nur damit Kitesh noch reicher wird. Nachts tun wir Buße. Bitten Gott und den Propheten um Vergebung. Sie wollen unsere Seelen retten, uns rehabilitieren. Ich verneige mich, wenn sie es erwarten, setze ein Reuegesicht auf, wenn sie von Sünde reden. Aber wenn sie mich hier rauslassen, werde ich mich nach Kräften amüsieren. Wofür brauche ich das hier? So viel Gold. Okay, dahin geht es nicht weiter. Kann ich aber zurückziehen? Okay, weiter komme ich auch nicht. Was hält sie fest? Irgendwas hält sie fest. Jetzt vielleicht? Okay, das müsste jetzt aber klappen. Ja, das Gold würde ich aber schon gerne mitnehmen. Okay, nicht elegant, aber effektiv. Ah, ich sehe schon, wo ich hin muss. Mit dem Pfeil. So. Gibt doch nicht der Gold über Bord. Es gibt doch keinen Sturm. Aber es war im Weg, ja? Das sind aber auch ordentlich... Okay, das ist wahrscheinlich eher nur Gestein. Das sieht für mich auf jeden Fall nach normalem Gestein aus. Aber das sind richtige Goldbrocken. So, ich gucke mal. Bringt das denn jetzt, was ich hier mache?
andere Richtung vielleicht? Warte. Das nehmen wir mit. Vielleicht war das da unten einfach nur eine Spielerei und man braucht jetzt nicht Elster Blick. Ah, ich habe eine Idee. Und das haben wir vergessen. Ein paar Spielwürfel hatten viele Soldaten bei sich, obwohl diese etwas opulenter gestaltet sind. Ja, sehr interessant. Oh, warte. Jetzt habe ich was vergessen. Wo war, nee, nicht Dokumente, hier, Relikte. Die Würfel. Ein paar Spielwürfel hatten viele Soldaten bei sich, obwohl diese etwas opulenter gestaltet sind. Moment, bei dem ist es auf den meisten Seiten eine 6. Jo, stimmt. Warte mal. Schwert eines Vaters? Ein goldenes Schwertheft. Okay, das habe ich schon. Ich dachte schon, ich hätte da was vergessen. So, jetzt kann ich den aber hier drauf schieben. Ah, okay. Jetzt müssen wir wieder nach unten. Das Ding wieder drehen. Und hoffen, dass das jetzt in die richtige Richtung geht. Nicht ganz. Jetzt aber? Warte mal. Ich glaube, das muss so. Hoffen wir, dass nicht alles zusammenbricht.
Ich hoffe auch. Obwohl, könnte interessant aussehen, wenn das alles zusammenbricht hier. Steht alles noch. Okay, das sind heftige Brocken. Der Reichtum dieses Tales tritt immer mehr zutage, wie eine aufblühende Blume. Jedes Jahr wachsen neue Gebäude aus der Wildnis. Wir haben eine Generation ebenso guter Kunsthandwerker, Astronomen und Philosophen hervorgebracht wie der Westen. Aber jede große Stadt birgt auch Verbrechen und Verfall. Viele fanden, wir sollten diese Sünder hinrichten. Aber der Prophet wollte nichts davon hören. Er glaubt, jeder könne geheilt werden. So lassen wir sie leben. Lehren sie durch Mühsal und die Schriften. Ich teile den Glauben des Propheten an ihre Erlösung nicht. Aber zumindest dienen sie der Stadt und den Geschädigten. So, hier gibt es wieder Pilze. Oh, so viel Gold. Ich würde das alles eigentlich mitnehmen wollen. Und zu diesem einen Händler gehen. Damit wir damit dann alles kaufen könnten. Bergbau und Metallverarbeitung. Neue Fähigkeit gemeistert? Geologe. Mit Geologiekenntnissen können Sie erfolgreich Chromiterz abbauen. Drücken Sie X in der Nähe einer unterirdischen Erzader. Die Grube des Urteils. Kommen wir da wieder hin? Ja. Nein, da kommen wir nicht hin. So, dann suchen wir uns den Ausgang wieder. Wo wir vorhin aus Versehen nochmal hingegangen sind und denselben Sturz wiederholt haben. Dahinter das Lagerfeuer. Ich würde gerne einmal gucken, haben wir wieder irgendwas freigeschaltet? Hier können wir wieder was machen. Nee, können wir eigentlich nicht. Bei den anderen Waffentypen, aber für die Waffenart, die wir gerade... Das ist die falsche Richtung, ne? Die wir gerade quasi, die Skins, die wir aufgetragen haben, die würde ich gerne beibehalten. Wenn du soweit bist, wir warten am Kamm auf dich. Ja, ich bin soweit, ich bin auf dem Weg. Autsch. Ich glaube, die Hasen werden wir nicht mehr finden, die wir hier
einsammeln müssten, also die errungenen Hasen. Zumindest nicht mehr alle. Es sei denn, wir würden dort... Da haben wir einen. Vier von sechs. Alles klar, Oldcoin. Bis gleich. Aber ich glaube, die letzten zwei werden wir echt nicht mehr finden. Genauso wie diese Zielscheiben. So. Ich markiere die mir schon mal. Der Mann ist hier schon mal frei. Das heißt, hier können wir die schon mal einsammeln. Neues Basellager entdeckt. Ach, hier. Perfekt. Neue Dokumente und Wandgemäldepositionen erfüllt. Das Spiel will mich doch verarschen. Das Heft eines alten Dolches wurde wohl aus Knochen geschnitzt. Die Klinge fehlt schon lange, scheint ein Oberschenkelknochen zu sein. Nahezu sicher von einem Menschen. Vielleicht ist es eine Art rituelles Objekt. Da ist schon mal Jonah? Wo wäre das hier genau? Da unten. Ich gehe mal an Jonah vorbei. Wo führt das hier hin? Zu dem Dokument. Da oben. Okay, wie kommen wir da hin? Nicht auf diese Art. Kann ich da oben drauf? Nein, die springt da runter. Autsch. Jacob wird den Atlas sehen wollen. Ja, Lara, aber ich will erstmal was anderes hier. Autsch. Okay, so geht's. So kriegen wir's hin. Ich habe unseren Feind unterschätzt. Elias ist bei meiner nutzlosen Mission gestorben. Und mein Vater wurde seit 2 Tagen nicht gesehen.
Wir brauchen jeden Einzelnen gegen Trinity. Aber offenbar hat man uns den Todesstoß schon vor dem eigentlichen Kampf versetzt. Unser Glaube ist unsere Rüstung. Aber was nützt er gegen einen Feind, der mit jeder Generation stärker wird? Auch wenn wir überleben, werden unsere Kinder ihre Schlacht verlieren. So, wo wäre das nächste? Ich glaube, das Ding wäre es. Da unten irgendwo. Autsch. Haben wir doch noch eins gefunden? Ja, wie kommt man da hoch? Haben wir ein Jetpack? Ein Jetpack wäre jetzt praktisch. Irgendwie muss es da doch einen Weg hochgeben. So, noch einmal. Die soll nicht mit den Picken da? Genau, das soll die machen. Glitschen wir erstmal durch den Baum. Aber wie soll man da hochkommen? Ah, okay. Wartet ein Kind. Meine Tochter. Ich kann das Chaos in meinem Kopf nicht in Worte fassen. Ich weiß, ich habe einen schweren Fehler begangen. Mein Volk wird es zweifellos akzeptieren, aber auch sie werden meinen Fehler bald erkennen. Es mutet so kalt an, dieses glückliche Jahr mit Aaliyah einen Fehler zu nennen. Aber so schön es auch ist, kann es doch nur tragisch enden. Ich kann kein Ehemann oder Vater sein und gleichzeitig meine Aufgabe für mein Volk erfüllen. Eines Tages werde ich mich zwischen meiner Pflicht und der Liebe zu meiner Familie entscheiden müssen. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden werde. Gott, steh mir bei. Ich bin ein Narr. Okay, wenigstens haben wir das Dokument. So. Dann hier noch das eine Relikt. Was fehlt noch? Irgendwas anderes neu hinzugekommen? Nö. Nur das Relikt.
war auch hier oben. Beziehungsweise da hinten. Ah, stimmt. Hier. Ich glaube, das wäre keine gute Idee, direkt hier vor in die Luft zu jagen. Und willkommen zurück, Oldcoin. Was haben wir jetzt? Bitte sag mir, jetzt ist nichts Neues hinzugekommen. Bitte sag mir, ich habe alles. 1 von 5 Herausforderungen geschafft. Abgeschlossene Mission. 3 von 4. Haben wir neue Mission hier? Nahbare Relikte. Kryptaschätze haben wir. Truhen haben wir. Dokumente haben wir voll. Wandgemälde haben wir voll. Überlebensverstecke. 18 von 20. 2 Überlebensverstecke fehlen uns. In dem Bereich. So, aber wo sollen die denn bitte sein? Eine prähistorische Nachbildung eines Bären. Der Stein sieht aus, als könnte er aus diesem Tal stammen. So, jetzt bin ich neugierig. Also, Münzversteck haben wir auch nur 3 von 9. Hier ist irgendwo noch was versteckt. Nur keine Ahnung wo. So, ein Hühnchen nehmen wir mit. Und Jonah wird sich freuen. Jeder Wetter, der hat Hunger. Dann einfach mal vom Hühnchen direkt Kopf abbeißen. Läuft halt noch ein bisschen rum. Mal sehen, wozu der Atlas imstande ist. Jonah, ich habe den Hühnchen mitgebracht. Jonah! Und Hühnchen weg. Du siehst furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für Erfolg getan hast. Lara, schön, dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Ich
unglaublich. Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Halt! Das reicht. Hitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis? Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Ja, super. Erstmal Karte kaputt machen. Viel Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen sie hier sind. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Naja, aber wenn das Ding da, der Tempel, womit man den Atlas lesen kann, jetzt hinüber ist, beziehungsweise den Dings da, doch, den Atlas hier lesen kann, wie will Trinity rausfinden, wo der Eingang nach Kitesh ist? Als Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen, aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Die Rettung, Jonah, folgen Sie dem... Halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht's dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Ach, wir sind wieder hier. Hier gibt's noch einiges, was uns fehlt. So, aber der Vorratsschuppen. Wir haben 195 Münzen, das müsste reichen. Den Monolithen haben wir noch nicht gelesen. So, muss ich mal schauen. Wo ist denn die Münze eigentlich gewesen? Unter mir.
So, aber erstmal gucken, wir haben doch einen. Sie haben jetzt Jonah und den Atlas. Aber wenn Sie glauben, dass er etwas weiß, lassen Sie ihn vermutlich noch am Leben. Ich kann nur hoffen, dass Jonah durchhält, bis ich ihn finde. Ich muss ihn zurückholen. Ich lasse ihn hier nicht sterben. Halte durch, Jonah. Ich finde dich. So, haben wir hier noch irgendwie was, was wichtig wäre? Verbessern Sie Feuerpfeile und um die Reichweite des Brandsatzes beim Einschlag zu vergrößern. Todeswolken. Spraybombenpfeil. Benutze die viel zu selten. Granatwerfer. Wo habe ich Granatwerfer? Ah, den Granatwerfer bekomme ich noch. Und Upgrade. Breitblatt Kletterpfeil. Die kriege ich auch noch. Okay. Also kommt noch einiges auf uns zu. Mit den hier jetzt mal machen. Den Volltreffer. Damit wir sehen können, wenn wir jemanden treffen können. So Kopfschuss meine ich. Damit es besser erkannt wird. So, machen wir den hier jetzt. Breitblatt-Kletterpfeile. Haben wir jetzt schon freigeschaltet oder wie jetzt? Erz. Mist. Jetzt haben wir es freigeschaltet. So, schießen Sie Kletterpfeile in weiche Holzoberflächen, um neue Orte zu erreichen. Halten Sie RT gedrückt, bis der Schuss voll aufgeladen ist, bevor Sie feuern. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. So, Russisch haben wir jetzt. Warte mal, haben wir Russisch jetzt auf Maximum? Russisch Stufe 3. Griechisch Stufe 7. Mongolisch fehlt uns noch. Warte mal. Okay, ich glaube, da kommen wir nicht so einfach hin. So, wir sind jetzt hier unten, ne? Vorratschuppen. Wird Munition sparen, also nicht diesen Weg dann nehmen. Ein Sturm kommt auf. Mal gucken, was wir bei dem da alles kaufen können. Linux Update Pack ist gerade reingekommen. 670 Updates. Ja, nice. Ja, da könnte man dann wahrscheinlich ein Weilchen dauern. Sage ich, dass ihr mich mit vorgehaltener Waffe gezwungen habt, das Zeug zu klauen. Nichts für ungut. So, taktische Schrotflinte. Würde 140 kosten. Das hier auch nochmal 140.
was haben wir hier? 120. Was wäre das? Kommando-Outfit. Ein Outfit aus schwarzem Tanktop, Tarnhose und taktischer Ausrüstung. Outfits können in Basellagern gewechselt werden. Kostet nur 50. Das hier 175. Verfeinerungswerkzeug. Ich glaube, das wäre das, was am nützlichsten wäre. Verfeinerungswerkzeug. Obwohl, das hier... Ich glaube, der Gewehrgranatenwerfer. Denn... Ja, komm, wir nehmen den Granatwerfer. Sei vorsichtig damit. Ja. Unterlauf Granatwerfer, der Sprenggeschosse abfeuert, wird automatisch in allen Gewehren angebracht. Ja, komm, dann Kommando-Outfit nehmen wir auch. Für 50. Schon gefragt, wann du das nimmst. Was soll das denn bitte heißen? Und da vorne haben wir ein Lager. Wollen wir mal uns umziehen, ne? Ich weiß, ich spreche selten über deine Mutter, Lara. Aber du sollst wissen, dass sie dich in eurer kurzen Zeit über alles geliebt hat. Wir waren ein glückliches Trio. Als wir sie verloren, war ich ein Wrack. Und bin es noch. Ich hoffe, eines Tages finde ich Antworten, die den Schmerz beenden. Für mich ist es zu spät. Aber für andere vielleicht nicht. Ich schweife ab. Der Schlummertrunk war zu viel. Träum was Schönes, Schatz. Ging alles um sie? Die Frage über das Leben, die du beantworten wolltest? Oder war das eine Ausrede? Vielleicht erinnerte ich dich zu sehr an sie. Gott, Lara, du sprichst mit einem Geist. Über einen Geist. Nimm du lieber einen Schlummertrunk. Ja, wie viel Promille hat der Schlummertrunk? So, was war das für ein Outfit, was wir jetzt bekommen haben? Jägerin, Sperber, Alpha, Nachtschatten. Unsterblicher Wächter. Kommando war das, glaube ich, ja? Das ist mir zu freizügig für dieses Gebiet. Da kriegt sie noch einen Schnupfen. Wir bleiben bei dem hier. Die Lara muss ja auch an ihre Gesundheit denken. Wenn die dann nur im Tanktop hier unterwegs ist, stirbt sie an Schnupfen. So, jetzt will ich aber den Scheiß hier unten mal machen. Einsammeln eben. Nein, ich dachte, die hängt sich jetzt an den Ast. Da ist der Monolith. Okay. Jetzt müssten wir den doch lesen können, oder? Die Grammatik ist etwas primitiv, aber ich denke, sie weist auf ein Versteck hin. Münzversteck entdeckt. Okay, erstmal die Krypta würde ich mal machen. Die ist ja gleich hier vorne. Also ich würde hier wirklich gerne einmal alle... So, haben wir noch was Neues entdeckt hier? Irgendwas, was neu ist? Hier ist noch ein Krypta-Eingang.
Überleben wir den Sturz? Oder wir nehmen einfach den Weg. Abgestochen einfach. So, da ist auf. Also da können wir aufmachen. Noch mehr Münzen. Noch mal Münzen. Damien, der Baumeister des Propheten. Warte mal, Griechisch geht nicht höher? Also Griechisch ist Level 7 Maximum, okay. Da hinten gibt es noch was zum Lesen oder zum... Städte baut man nicht mit Plänen allein. Man braucht Material und jemanden, der weiß, wie man baut. Damien war dieser jemand. Es heißt, er konnte Steine nur aus einer Handvoll Erde und einer Zunderbüchse brennen. Sein Handwerk soll göttlich inspiriert gewesen sein. Seine Hand gab den Träumen der Architektin eine Form. So, okay. Da war der Schatz. Komme ich hier so durch? Nee. Also ich muss den Weg hier nehmen. Irgendwie. Ah, wir sind zu voll. Okay. Einsammeln. Einsammeln. So, neue Ausrüstung erhalten, antiken Bogen. Und nochmal 3000 Credits. Wir sind schon wieder bei 27.000 Credits. Oh. Hier geht's raus. Ich wollte schon sagen. Kann es sein, dass da vielleicht noch irgendwie ein Ausgang war? Oder ein Weg? Ja, zum Ausgang nein. Hat nur im Kreis geführt. Von wo kommt der Schnee? Pff.
Hier draußen hat es auch gehört zu schneien. Okay, hier jetzt auch. Ah, ich liebe solche kleinen Bugs. Oder so eher nicht Bugs, aber kleine Fehler. Besser gesagt. Warte mal, warum läuft... Warte mal. Schneiden Sie alle Sowjetflaggen ab. So, Kampfflagge 1 von 7 Sowjetflaggen. So, ich will aber die Dinger erstmal noch einsammeln. Wie viele von denen haben da drin denn überlebt? Nicht viele. Die meisten sind beim Einsturz draufgegangen. Der Rest war völlig desolat. Dann tauchte Croft auf. Verflucht. Das hier gerät außer Kontrolle. Die schicken noch ein Team in die Minen, um die Ruinen zu kartieren. Ja, aber was glauben die, wo all das hierher kommt? Die Einheimischen wirken nicht, als könnten sie sowas bauen. Zivilisation ist keine Einbahnstraße. Irgendwas muss passiert sein, dass sie derart in die Steinzeit zurückgeworfen hat. Was war das überhaupt für eine Anlage? Ein Gulag. Ein Arbeitslager für Dissidenten und andere Feinde des Staates. Sie haben es Freiheitsstation genannt. Da hatte jemand Sinn. Veronie. Naja, Nachtwache ist mir lieber. Alles ist. Okay, der andere hat mich nicht gesehen. Steht sie auf oder ist hier noch jemand? Da ist noch jemand. Da ist noch eine Flagge. Das hatten wir schon gelesen. So, komm, schneid weg. 2 von 7. Hier dürfte jetzt aber niemand mehr sein. Ja, dann würde ich jetzt nochmal einen kleinen Break machen. Ich habe viel zu viel von den Dingern getrunken. Der hier ist auch schon gleich leer. Ich würde eben noch eine zweite Dose holen für gleich. Und ja.